glaube, alles, was es im Triathlon zu erleben gibt, habe ich hier irgendwo erlebt. Das absolute Hoch, das Rennen 2018 zu gewinnen. Ein Wahnsinnsgefühl, dann hier die Ziellinie im Stadion zu überqueren. Oh, Wahnsinn, also alles. Solarer Berg, der Einlauf hier im Stadion, also da kriegst du schon Muskelkater in den Backen vom Grinsen, ja. Wenn er davon berichtet, das klingt so leidenschaftlich, seine Augen leuchten, dass ich einfach wirklich auch denke, das muss und möchte ich erleben. Und ja, deswegen hoffe ich, dass wir hier einfach auch demnächst zusammen am Start stehen. Ja, so ein großer Partner wie HEP mit einem großen Team und mit einem großen Footprint bei uns im Triathlon und die weltweit größte Triathlon-Veranstaltung, die passt einfach gut zusammen. Und gerade beim Thema Nachhaltigkeit haben wir in den letzten Jahren schon so viel getan. Local Sourcing, Recycling, kurze Transportwege und vieles mehr. Aber mit einem Partner wie HEP an unserer Seite haben wir jetzt natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Power. Jeder weiß, dass die schönsten Triathlon-Geschichten in Rot geschrieben wurden. Und nun als HEP-Manager, aber auch das HEP-Sports-Team in Zukunft aktiv am Rennen zu sehen, freut uns sehr. Und umso mehr können wir nun die Geschichte mitschreiben. Dafür arbeiten wir. Nicht nur 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch einen Marathon, sondern für all die Träume, all der Athleten, die hier über den Zielteppich laufen. Das ist unsere Arbeit. 15 Monate für genau diese 15 Stunden. Und damit bringen wir zusammen, was zusammen gehört, denn there is no Planet B.